Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man einfach die Bibel liest. Macht Sinn? Ich denke schon. Wir haben bis jetzt Markus 6, 1 bis Vers 13 gelesen und ich würde jetzt sofort einsteigen ab Vers 14. König Herodes Antipas erfuhr schon bald von Jesus, weil die Leute überall von ihm sprachen. Manche sagten, er muss Johannes der Täufer sein, der wieder lebendig geworden ist. Deshalb kann er solche Wunder tun. Andere hielten Jesus für den Propheten Elia. Wieder andere glaubten, es wäre ein Prophet wie die anderen großen Propheten der Vergangenheit. Als Herodes von Jesus hörte, sagte er, Johannes, der Mann, den ich enthaupten ließ, ist von den Toten auferstanden? Denn Herodes hatte Soldaten ausgesandt und Johannes verhaftet und einsperren lassen, um Herodias einen Gefallen zu tun. Sie war die Frau seines Bruders Philippus gewesen, aber Herodes hatte sie geheiratet. Johannes hatte Herodes immer wieder gemahnt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zu heiraten. Herodias hasste Johannes und hätte ihn am liebsten umgebracht, doch ohne die Zustimmung des Herodes war sie machtlos. Herodes dagegen achtete Johannes, den er als guten und heiligen Mann kannte, und er sorgte für seinen Schutz. Auch wenn ihn dessen Worte jedes Mal beunruhigten, hörte er ihn trotzdem gerne zu. Endlich bot sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. Herodes gab an seinem Geburtstag ein großes Fest für seine Beamten, Offiziere und die führenden Bürger Galiläas. Seine Tochter, die ebenfalls Herodias hieß, kam herein und führte einen Tanz auf, der allen sehr gefiel. »Bitte mich um was immer du willst«, sagte der König zu dem Mädchen, »ich werde es dir schenken.« Und er schwor, ich gebe dir alles, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Ihre Mutter sagte, bitte um den Kopf von Johannes, den Täufer. Das Mädchen lief zum König zurück und sagte zu ihm, ich will den Kopf von Johannes, den Täufer, jetzt gleich serviert auf einer Schale. Da wurde der König sehr traurig. Und er wollte vor seinen Gästen seinen Schwur nicht brechen. Also schickte er einen Henker ins Gefängnis, der Johannes den Kopf abschlagen und ihm bringen sollte. Der Soldat enthauptete Johannes im Gefängnis, brachte seinen Kopf auf eine Schale herein und überreichte ihn den Mädchen. Und sie gab ihn ihrer Mutter. Als die Jünger des Johannes hörten, was geschehen war, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Wow. Erstmal, ich glaube, sie hatten nicht so kreative Namensvorstellungen. Der eine heißt Herodes, die andere Herodias und die Tochter Herodias. Das ist next level. Aber ja, Szenenwechsel. Jetzt von Jesus geht es zu König, der von Jesus gehört hat. Er hat gehört, dass er Wunder tut und dass er gerade Menschen heilte, herumgeht und Aufsehen erregt. Manche sagten, ah, vielleicht ist das Johannes der Täufer, manche sagten, vielleicht ist das Elia, manche sagten, ja, das ist irgendein anderer Prophet. Und was wir hier lesen, ist, dass Johannes der Täufer geköpft wurde. Das letzte, was wir von Johannes gehört haben oder gelesen haben, dass er Jesus getauft hat. Danach haben wir nicht mehr viel über ihn gehört und jetzt hören wir das erste Mal wieder, dass er im Gefängnis war, hat aber trotzdem dem Herodes ab und zu noch etwas sagen können. Denn König Herodes, er hat die Frau von seinem Bruder genommen und hat sie geheiratet. Und das ist natürlich ganz klar verboten und Johannes ist zu ihm gegangen, ist zu dem König gegangen und hat einfach gesagt, hey, das, was du machst, ist einfach falsch. Und er hatte keine Angst vor den Konsequenzen, aber dadurch hasste die Frau von Herodes Johannes. Aber Herodes selber, der fand es, obwohl diese Worte hart waren, fand er es trotzdem gut und beruhigend, diese Worte zu hören. Aber eines Abends dann bei einem Fest, bei seinem Geburtstag, hat er wahrscheinlich, also so kann ich mir nur vorstellen, er hat wahrscheinlich zu viel getrunken, war mit seinen Leuten da und dann kommt seine Tochter, also damals, wir sehen sehr viel Sündhaftes, Verkehrtes, die
die die Frau seines Bruders heiratete er. Und dann ist er wahrscheinlich auch noch scharf auf seine Tochter, auf seine eigene Tochter, denn sie kommt rein und tanzt für ihn. Und ich glaube nicht, dass es einfach nur, aha, du hast gut getanzt, du darfst jetzt alles wünschen, sondern ich glaube nämlich, dass da ein bisschen mehr passiert ist und deshalb er zu dem Punkt gekommen ist, hey, komm, wünsch dir alles, was du willst. Sie selber hatte vielleicht keinen Wunsch, aber sie ist zu ihrer Mutter gegangen und hat gefragt, hey, was wünschst du dir? Und dadurch, dass wir wissen, dass Herodias, die Frau von Herodes, Johannes nicht mochte, hat sie ihrem Kind gesagt, hey, sag ihm, dass du den Kopf von Johannes haben möchtest. Und wie gesagt, Herodes fand den Johannes eigentlich ziemlich cool, obwohl er harte Worte gesagt hat, aber er konnte jetzt nicht vor all diesen Leuten seinen Schwur brechen und hat genau das getan. Und das sehen wir halt jetzt hier in der Story, dass Johannes der Täufer geköpft wurde. Er ist tot, er ist nicht mehr mit uns und kleine Nebenstory. Und das war's erstmal. Eine kleine Side-Story am Rande heute, aber nächste Woche geht's weiter mit einem sehr, sehr krassen Wunder. Aber wenn ich irgendwas ausgelassen habe, schreibt es mir noch unten in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Fakten habt, die ich gar nicht erwähnt habe, auch gerne unten in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Vergesst nicht, hier Playlist von Markus, von allen, die ich bis jetzt durchgenommen habe. Und hier ist ein Video über mein Zeugnis.